Hey, ich bin Erik und ich mache euch fit. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir trainieren heute unseren Rücken. Dafür geht's so runter auf die Matte. Einmal ablegen. Kopf kann man bequem auf der Stirn ablegen, Arme ausbreiten. Schulterhöhe, dann kreisen wir langsam und gehen dabei mit kreisenden Bewegungen nach vorne. Wenn sich die Hände treffen, mit gleichen kreisenden Bewegungen wieder zurück. Wenn wir wieder auf Schulterhöhe sind, das 3-4 Mal wiederholen und dann zurücksetzen. Wir kommen zur nächsten Übung. Dann kommen wir zur zweiten Übung, eine kleine Koordinationsübung. Dafür legen wir uns wieder ab auf der Matte. Die Arme nehmen wir nach vorne, Füße durchstrecken, linken Arm, rechtes Bein anheben, dann absetzen, Seiten wechseln. Rechten Arm, linkes Bein hoch und dann wieder wechseln. Einfach über Kreuz. 20 Stück pro Seite. Und dann, wenn man fertig ist, einfach wieder nach hinten kommen. Und weiter geht's zur nächsten Übung. So, wer einen schönen Rücken hat, der muss auch immer als Gegenspieler den Bauch trainieren. Dafür räumen wir uns einfach ab, stellen die Füße auf, nehmen die Arme nach oben. Jetzt kommt die rechte Hand, greift links rüber, die linke Hand greift rechts rüber. Also immer ein Schulterblatt schön anheben. Kopf ist zur Decke gerichtet und wirklich immer komplett rüber greifen. Davon so 25, 30 Stück pro Seite und dann einfach wieder abrollen und das war's mit unserem kleinen Workout.